Das Festival Tangente wird St. Pölten von Ende April bis Anfang Oktober 2024 zur Bühne für Musik, Theater, Tanz und Ausstellungen machen. Zentrale Themen sind Ökologie, Erinnerung und Demokratie. Mein Eindruck ist, die Gegenwart ist oft ziemlich beängstigend. Und wenn wir Angst haben, dann ziehen wir uns zurück. Die Tangente will Menschen zusammenbringen, anstatt sie zu trennen. Will über Grenzen hinweg Mut machen zu solidarischem Handeln. Ich wünsche mir, dass die Tangente als verbindendes Element wirkt zwischen Inhalten, Menschen, ebenso wie zwischen Institutionen und Initiativen. Gelingen soll das mit einem Festivalzentrum in der Linzer Straße, einer Klimakonferenz im Sonnenpark oder einem Kunstparcours entlang von Traisen und Mühlbach. Weitere Höhepunkte sind Eigenproduktionen wie die Weltpremiere der Oper Justice. Zum Ersten wollen wir natürlich das Kulturprofil Niederösterreichs stärken und wollen natürlich auf nationaler und vor allem internationaler Ebene unser Profil stärken. Zum Zweiten wollen wir natürlich die zeitgenössische Kunst in den Mittelpunkt stellen. Niederösterreich ist ja bekannt dafür, dass Moderne und Tradition beides wichtig ist. Wir setzen hier sozusagen auch auf unsere Geschichte, auf das Gedächtnis, auch auf die dunklen Facetten in unserer Geschichte, werden diese aufarbeiten. Und hier kooperiert man mit dem Institut für jüdische Geschichte. Eine zentrale Rolle spielt auch der Domplatz, wo Anfang Juli neben den Tonkünstlern auch Popstars auftreten.